Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mount & Blade Warband Multiplayer. Ich bin Talion Pharaon, euer Let's Player. Und ich bin heute hier wieder auf dem IG Battleground Server mit den Fraktionen Saranisches Sultanat, Königreich von Vaegir. Und ja, ich kann jetzt leider hier nur auf Königreich Vaegir gehen und ich suche jetzt hier mal Bogenschütze aus. Hier nehmen wir noch einen Stack Pfeilen hinzu und die beste Rüstung. Ich habe hier oben jetzt noch ein bisschen Gold übrig. Gehen wir auf Starten und ja, es läuft gerade eine Runde. Deswegen spawnen wir jetzt dann erst, wenn diese Runde hier vorbei ist. Solange zeige ich euch hier mal die Map. Die Map ist fast so wie eine Belagerung. Außer dass halt hier das Tor offen ist. Und ja, das ist einfach nur so ein Dorf mitten in einer Schneelandschaft. Und die eine Mannschaft spawnt hier draußen. Hier ungefähr. Und die andere Mannschaft. Das andere Team spawnt in der Stadt. Es gibt mehrere Wege, hier in diese Burg reinzukommen, nämlich hier durch das Eingangstor. Und dann gibt es hier eine Bresche an der Seite. Hier kann man auch eindringen und so weiter. Und oh. So, und die Runde ist jetzt auch schon vorbei, also spawnen wir jetzt gleich. Und, oh, Autobalance, okay, da muss ich jetzt rüber zum Saranischen Sultanat. Da nehme ich jetzt auch Bogenschütze. Nehmen wir hier das beste Schwert. Ja, es geht so. So, jetzt sind wir hier in der Burg gespawnt. Ich würde sagen, als erstes verschanzen wir uns hier in der Burg. Irgendwo. Denn ich will nicht gleich als Erster sterben. Ist da schon jemand? Da drüben läuft einer. Ah, da ist auch schon einer. Von hinten, von hinten. Ja, getroffen. Und. Ups. Mist. Teamkill. Nein. Nein. Oh, scheiße, Mensch. Muss mich wieder einspielen. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man einmal nicht aufpasst. Aber naja. Viel. Ach, noch einer lebt und tot. Jetzt wird die Karte gewechselt. Ja, und wir spawnen auf einer Weidekarte. Ich nehme jetzt Nords, und zwar Nordspeer, also die Reiter. Denn auf dieser Karte ist es sehr gut, Reiter zu nehmen. Kleiner Tipp hier von mir am Rande. Sollte man am besten Reiter nehmen. Und ja, Reiterattacke. Auf dieser Karte kann man sehr gut mit Reiter kämpfen. Weil diese Karte ist sehr groß und auch sehr flach. Hier gibt es keine Gebäude, sondern einfach nur Bäume und Gras. Und ich möchte mich jetzt dann hier mal probieren, ob ich noch Reiter spielen kann. Nein! Och nein! Kotzt mich an, als Erster zu sterben. Ich mache zwar gern den ersten Killer, aber ich sterb nicht gern als Erster. Irgendwie sieht es heute nicht so rosig aus für mein Team. Ja, kann man auch nichts machen. Ah!
Solange folgen wir hier mal diesem Spieler. Ah, tot. So, der letzte aus unserem Team, aus dem DR-Clan, dem Deutschritter-Clan. Das ist auch ein deutschsprachiger Native-Clan, wie mein Clan, wie schon erwähnt im ersten. Und ja, der DR-Clan gehört zu den bekanntesten deutschen Clans und ist auch einer der besten. Ja. Die gewinnen auch sehr viele Wars gegen andere Clans. Die spielen, soweit ich weiß, auch gegen englische Clans. Nicht nur hauptsächlich gegen deutsche, sondern auch gegen internationale Clans. Und da war er wieder. So, dann spawnen wir jetzt dann auch gleich hier wieder. Ich glaube, jetzt sollte ich mal ein bisschen vorsichtiger hier zu Werke gehen. Ich probiere es mal von der Seite anzugreifen. Hat jemand einen Poll gestartet? Die Karte Ruinen mit den Fraktionen Königreich Swahili und Königreich von Rodox. Diesen Poll nehme ich jetzt einmal an und abgeht uns. Ist ja egal, diese Karte ist auch nicht so schlimm, aber ich mag eher andere Karten. Ich mag nicht so große Karten wie diese hier, sondern eher auch mit Gebäuden und so weiter. Und die meine Lieblings-Battle-Karte ist Ruinen. Wo sind denn die? Ah, da ist einer. Den habe ich, den habe ich. Ach, getroffen, aber nicht gekillt. Umdrehen, jetzt berg runter. Ja, unser erster Kill. Ich freue mich. So. Weiter geht's auf der Suche nach weiteren Opfern. Die sind hier alle am Hang. Bin ich der Letzte? Nein, ich bin der Letzte. Mist. Abhauen. Geht's, den hole ich mir. Nicht eingreifen, nein, ich will nicht eingegriffen werden. Nein! Blöde eingelegte Lanze. Hat doch so gut ausgesehen. Oh, ein Samurai kommt zur Unterstützung. Erstmal warten, bis die Gegner ran sind. Ist der Samurai bei uns? Nein, ist er nicht. Mist, hat mich schon gefreut. Vorbeireiten. Auf den nächsten. Nein, verfehlt. Weiter Angriff. Rausnehmen. Den habe ich. Zwei Reiter gegen einen ist ja auch fies. Mein Pferd, mein Pferd ist tot. Komm, das schaffe ich. Komm her. Nein! Nein! Ich glaube, ich wechsle jetzt mal meinen Trupp und zwar zu Bogenschützen. Nehmen wir hier die Zweihandaxt. Ich kämpfe normalerweise immer mit der Zweihandaxt. Und hier dann die beste Rüstung. Ja. Jetzt können wir uns hier so lang von der Ferne aus zugucken, wie diese Runde ausgeht. Ich glaube, ich werde nachher auf einen Deathmatch-Server gehen.
Da wird es dann vielleicht ein bisschen spannender für euch als hier auf so einem Battle-Server, wo nicht so viele drauf sind. Ja, ich werde dann nach dieser Runde werde ich mal nach einem geeigneten Deathmatch-Server gucken und werde dann auch drauf joinen. Und werde euch mal den Spieltyp Deathmatch zeigen. Und ja, bevor ich es noch vergesse, ich habe in meinem ersten Let's Play habe ich die Fraktion von Mountain Blade Warband erwähnt. Und da habe ich eine Fraktion vergessen zu erwähnen. Und zwar Khanat Kherget, das Reitervolk. Ja, und das möchte ich jetzt hier wiederholen in dieser zweiten Folge. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass ich die Fraktion vergessen habe. Nur als ich das Video dann schon hochgeladen hatte, ist es mir dann erst aufgefallen. Konnte ich da auch nicht viel mehr machen. Also verzeiht mir bitte diesen kleinen Ausrutscher. Ja, so. Bogenschütze.